Pausenmusik. Ich kann ja irgendwie zwischendrin mal ein bisschen erzählen. Was macht ihr jetzt? Okay, gut. Also Smarto, was ist Smarto? Also wir machen im Prinzip mobile Werbung. Das heißt, Online-Werbung kennt ihr alle, Werbebanner auf irgendwelchen Webseiten. Was wir machen, ist halt Werbung in Apps. Kann man sich darüber aufregen? Kann man irgendwie... Okay, ich drück mal. Ich habe es nicht verstanden. Achso, alles klar. Genau. was wir machen, ist halt Werbung in Apps, also kleine Banner in irgendwie Apps. Was ist der Unterschied zur klassischen Online-Werbung? Es ist ein relativ neuer Markt einfach. Von daher, ja, es ist gerade noch sehr im Wachstum. Der Unterschied zum klassischen Online-Advertising ist halt einfach, dass es persönlicher ist. Also man hat irgendwie sein Handset, man hat mehr Attention, man hat bessere Möglichkeiten zu werben und wirklich auch gezielt zu werben. Einerseits, weil man mehr Daten über den User hat, andererseits einfach auch, weil das Display kleiner ist und weil man mehr Attention im Prinzip in dem Moment des Users hat. Ja, jetzt würde ich eigentlich gerne meine Präse anfangen. Aber ich brauche noch 3 Minuten. 1 Minute. Er sagt go. Yes. Also, genau. Und ich werde euch so ein bisschen was über Online-Werbung erzählen, was Mobile-Werbung ist, was wir bei Smarto so machen und was eigentlich Programmatic ist. Los ging alles irgendwie vor 15 Jahren, da gab es Online-Werbung, da wurde halt viel direkt gebucht. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, wie Online-Werbung eigentlich funktioniert. Ich glaube, viele Leute machen sich da wenig Gedanken drüber, wie kommt diese Werbung eigentlich auf die Website, in die App, die man so hat. Da gibt es verschiedene Wege. Der klassische Weg ist letztlich, Coca-Cola will irgendwie eine Werbung schalten. Coca-Cola hat irgendeine Agentur, die halt für sie das Media-Buying macht. Und Coca-Cola ruft dann irgendwie beim Spiegel Online an und sagt, Hallöchen, ich würde gerne Werbung schalten. So. Und das ist im Prinzip so der direkte Weg. Da gibt es zwar ein paar Mittelsmänner noch dazwischen, aber das ist im Prinzip so dumm gesagt der einfache Weg. Das Ganze gibt es noch gar nicht so lange, das gibt es seit 15 Jahren vielleicht. Online sehr mature inzwischen, sehr viel passiert, sehr viele Player im Markt. Und eigentlich das neue Ding ist halt eigentlich Mobile. Und für euch ist wahrscheinlich Mobile nicht mehr so richtig neu, sondern ihr sagt irgendwie, ja, Smartphone benutze ich ja schon ewig, gibt es ja schon ewig, kein Big Deal. Letztlich gibt es aber noch nicht wirklich lange. Also eigentlich für uns als Leute aus der Mobile-Branche gibt es das Ganze eigentlich erst so seit 2007, 2008 richtig, wo irgendwie Apple das iPhone vorgestellt hat. Vorher gab es auch schon Smartphones, das Moto Q war groß, BlackBerry war groß, aber wenn man ehrlich ist, waren das eher Leute wie ich, die halt irgendwie so Tech-Freaks waren, die sich irgendwie so ein Smartphone gekauft hat. Und eigentlich das iPhone hat eigentlich erst diesen Markt geebnet, weil das iPhone es eigentlich erst massenkompatibel gemacht hat. Also vorher war es wirklich eher so Freakshow, so Typen wie ich haben sich das gekauft, haben irgendwie auch 1.000 Euro für ein Handy ausgegeben und ja, andere Leute halt nicht. Und für uns hat halt eigentlich der Markt da erst angefangen. So, gehe ich nochmal weiter, jetzt habe ich ein paar Charts. Was steht da im Prinzip drin? Da steht drin, Personal Computer stagniert quasi, Smartphone geht hoch, Tablets geht auch hoch. Ist keine Überraschung, aber die Message dahinter ist letztlich, die Userschicht, die Usage von digitalen Devices geht weg vom Stationären, geht weg vom PC, geht weg vom Laptop, geht auf Mobile. Wenn man mich fragt, abgesehen davon, dass ich irgendwie 10 Stunden am Tag im Büro sitze vor irgendeinem Bildschirm, wenn man das mal wegzieht, sitze ich privat nicht mehr vor dem Laptop. Meine Mutter zum Beispiel, die hat überhaupt keinen Rechner, die hat nur ein Tablet. Meine Nichte, die irgendwie 17 oder 18 ist, die hat auch keinen Laptop. Für die ist es auch nicht interessant. Für die ist das Mobile, was ja traditionell irgendwie der Fourth Screen oder Third Screen, je nachdem, wie man fragt,
genannt wird, ist eigentlich der First Screen geworden. Also es ist eigentlich das primäre Device. Wenn man sich dann, ja, dann gibt es hier noch so ein paar nette Charts, Penetration geht hoch, ist alles ganz wichtig. Aber wenn man sich dazu die Werbebudgets anguckt, ist es eigentlich, dass Mobile erst irgendwie 2010 irgendein bisschen Relevanz gehabt hat, 2014 immer noch sehr viel kleiner ist als online, aber sehr viel mehr wachsen wird. Ja, Mobile geht hoch, Desktop geht runter. Genau, aber was ist eigentlich diese mobile Werbung? Wie funktioniert es und was ist eigentlich Programmatic? Ich habe ganz am Anfang gesagt, klassisches Modell ist, du hast einen Advertiser, du hast eine Agentur, die Agentur bucht bei irgendeinem Mittelsmann oder direkt bei irgendeiner Website irgendwie eine Anzeige und das war's. Das Modell dahinter ist eigentlich irgendwie statistisch, das heißt irgendwie ein Spiegel Online geht hin und fragt 100 User, sag mal, wer seid denn ihr? Und dann sagen die, naja, ich bin so und so alt und so viel verdiene ich und so weiter. Und dann wird das im Prinzip als Basis genommen dafür, welche Anzeigen eigentlich auf dieser Website gelaufen sind. Ist jetzt extrem vereinfacht, aber das ist im Prinzip das klassische Modell. Das programmatische Modell ist ein anderes. Da ist es halt so, dass die Entscheidung, welche Werbung ich als User jetzt in diesem Moment sehe, ja, datengetrieben ist. Das passiert im Online schon ein paar Jahre mehr, das fängt in Mobile, fing das so 2012 eigentlich an, aber wächst einfach rasant. Ich habe irgendwelche Daten, es gibt verschiedene Parties in dieser ganzen Food Chain, die die Daten sammeln. Also es gibt den App-Betreiber, der Daten hat, es gibt uns als Smarto, wir arbeiten mit App-Entwicklern und sind im Prinzip Mittelsmann dazwischen, die Daten sammeln und es gibt die Leute, die tatsächlich die Werbeplätze kaufen, also die Demand-Side, die auch Daten haben. Und wie es letztlich passiert, ist, ja, es gibt einen Haufen Daten an verschiedenen Stellen. Wir als Smarto kriegen eine Anfrage, weil ihr jetzt in dieser Sekunde eine App nutzt und eine Werbung sehen wollt oder nicht sehen wollt. Und wir fahren im Prinzip in Echtzeit eine Auktion. Das heißt, wir kriegen die Daten von dem App-Entwickler und teilweise auch von dem User direkt, aggregieren die mit unseren Daten, schicken die rüber zur Demand-Side und dann wird im Prinzip eine Auktion gefahren. Dann werden diese Daten, werden sich programmatisch, also da sind keine Menschen am Werk, die sagen, okay, ich kaufe jetzt diesen User oder nicht, sondern da sind Algorithmen am Platz, die halt sich überlegen, okay, möchte ich diesen User jetzt kaufen oder möchte ich den nicht kaufen und was ist der Preis, der mir das wert ist, diesen Nutzer in dieser Sekunde ein Werbemittel zu zeigen. Und das passiert halt irgendwie in 500 Millisekunden, dieses ganze Spiel und letztlich kommt ein Preis raus und ja, dann auktionieren wir als Mittelsmann dazwischen halt und sagen, okay, derjenige hat gewonnen und derjenige liefert jetzt dieses Werbemittel aus. Ja, ich glaube, ich laufe aus der Zeit raus. Ich habe genug Zeit, alles klar. Genau, dieses ganze Spiel nennt sich RTB, Real-Time Bidding. Und ja, passiert jetzt eigentlich erst so richtig. Also ich glaube 2012 kam der erste OpenRTB-Standard, der auch Mobile konnte, aber es wächst rasant und immer mehr das Mobile Advertising wird tatsächlich programmatisch abgespielt. Also das klassische Buying Model, wo eine Agentur ist, wo eine Media-Agentur ist, wo ein Werbenetzwerk ist und irgendwelche Preise händisch verhandelt werden, das nimmt eigentlich schon wieder ab und im Verhältnis das Programmatische steigt einfach. Gründe dahinter sind halt einfach, dass in Mobile einfach sehr viel Daten vorhanden sind und die Werbung sehr personalisiert ausgespielt werden kann und einfach auch hängt es davon ab, welche Werbung Mobile geschaltet wird. Mobile im Moment ist der maßgebliche Anteil an Werbung tatsächlich Werbung in Apps für andere Apps. Das wird sich auch über die nächsten Jahre nochmal ändern, also es gehen viel, viel mehr Brand-Dollar einfach in Mobile rein, aber das ist im Moment noch so ein Transitioning-Prozess. Was habe ich noch?
Ja, Budgets. Es wird halt, also für euch ist es wahrscheinlich so, dass für euch das primäre Medium, wie ihr Werbung konsumiert, tatsächlich online ist oder mobile. Wenn man sich die Budgets anguckt, ist es halt aber noch sehr anders. Also das meiste von den Budgets geht tatsächlich in Fernsehwerbung noch, auch wenn Fernsehen für mich komplett irrelevant ist. Also ich gucke kein Fernsehen, ich habe überhaupt keinen Fernsehanschluss. Wenn ich jetzt irgendwie meine Nichte, die 18 ist, frage, dann sagt sie so, Fernsehen, hallo, was ist mit dir los? Das ist aber in den Budgets halt anders. Also wie ihr hier schon seht, wenn man sich die Per-Screen-Minutes anguckt, ist Mobile irgendwie führend. Fernsehen ist immer noch dabei, ist immer noch stark dabei, aber ist natürlich wiederum ein statistischer Faktor, dass halt viele ältere Leute natürlich mehr Fernsehen gucken. Aber es ist halt einfach ein schrumpfender Markt und die Budgets werden natürlich jetzt auf Mobile gehen und auch auf Online, weil die Leute einfach dahin gehen müssen, wo die Audience ist. Und wenn irgendwie auf dem Fernsehen keine Audience mehr da ist, dann macht das irgendwie auch alles nicht mehr so richtig viel Sinn, da so viel Geld irgendwie in Werbung zu pulvern. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, irgendwie wenn ihr YouTube guckt oder wenn ihr auf YouTube Mobile guckt, dass einfach im letzten Jahr einfach die Werbung krass hochgegangen ist. Das ist halt einfach deshalb, weil keiner der relevanten Zielgruppe mehr großes Fernsehen guckt. Auch ein paar lustige Charts, die im Prinzip nur aussagen, Mobile geht hoch, TV ist immer noch groß, wird aber kleiner und ja. Genau, da seht ihr nochmal, der große Balken ist letztlich Media Spend, also Werbeausgaben auf TV, und wenn ihr das Blaue anschaut, das Blaue und das Grüne, das ist Tablet und irgendwie Smartphone, das ist noch relativ wenig, aber das wird halt mehr. Und man muss dazu sagen, dass TV ein Markt ist, den gibt es irgendwie seit 50 Jahren, vielleicht irgendwie Privat-TV mit Werbung seit 40 Jahren oder sowas. Und Mobile gibt es eigentlich erst seit 7 Jahren und Online seit 15 Jahren. Und da sieht man so ein bisschen die Reaktion, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, was ist Smarto? Smarto gibt es seit 2005, ich bin seit 2007 dabei. Ist von einem deutschen Gründerteam in San Francisco gegründet worden 2007. Wir sind um die 200 Mitarbeiter jetzt. Ja, Hauptentwicklungsstandort ist eigentlich Hamburg. Also wir haben in Hamburg so 130 Leute. Die ganze Softwareentwicklung ist hier, viel Product Management ist hier. Mein Team Sales Engineering hat die größte Basis in Hamburg. Und wir haben Büros in Singapur, wir haben San Francisco, wir haben New York. Das sind eigentlich hauptsächlich so Vertriebs- und Marketingbüros. Also San Francisco ist das zweitgrößte, das sind so 30 Leute im Moment, viel Vertrieb, viel Account Management und so weiter. Ist ein extrem internationales Team, also es wird eigentlich nur Englisch gesprochen, es sind Leute, glaube ich, aus 30 Nationen dabei. Es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie das San Francisco Office irgendwie ein Transplantat von Hamburgern ist in San Francisco, sondern es ist tatsächlich auch irgendwie lokale Kultur, lokale Leute, lokaler Spirit. Und es ist halt sehr spannend, weil wir einfach, also ich rede jeden Tag mit Singapur und mit San Francisco und ab und zu auch mit New York. Und es ist halt sehr viel interkultureller Austausch und einfach ein sehr spannendes Feld. Hinzu kommt, dass es einfach ein sehr, sehr dynamischer Markt ist. Also wenn man irgendwie sich Mobile anschaut, was vor einem Jahr war, das ist heute nicht mehr relevant. Also wenn man jetzt irgendwie in den Tiefschlaf geht und ein Jahr wartet, dann ist irgendwie ein Jahr später ist man halt irgendwie raus. Und das macht es halt sehr spannend und man kann sehr viel mitgestalten. Ja, ist eine Karrieremesse, von daher muss ich auch ein bisschen was dazu sagen, was wir hangern. Wir suchen Softwareentwickler ganz viel, wir suchen Account Manager, wir suchen Vertrieb. In meinem Team Sales Engineering suchen wir Leute, also Sales Engineering ist im Prinzip technischer Support und technischer Vertrieb. Also wir sind halt im Sales-Prozess drin, beraten den Kunden, was das Produkt kann, wie es am besten integriert werden kann, lösen Probleme, also ja, wir sprechen halt viel so Wirtschaftsinformatiker und solche Leute an. Ja, was habe ich noch? Das sind wir. Wir haben ein schönes neues Büro in Hamburg. Das ist im Ex-Unilever-Haus im 19. Stock. Da habt ihr ein bisschen Aussicht. Das ist das Team in Hamburg, ein Teil davon.
Ja, wir heiern wie blöd im Moment, von daher ja, sprecht nicht hinterher an. Da vorne haben wir auch einen Stand. Das ist noch die Aussicht von unserem Büro. Und ja, vielen Dank. Super. Danke, Michael. Wir haben auf jeden Fall noch Zeit für eine Frage. Also gibt es irgendwo eine Frage, der sich als erstes meldet, wird drangenommen oder den ich als erstes sehe? Immer auf die Seite. Ich glaube nicht. Gar keine Frage? Okay, falls ihr doch noch eine habt, geh den Stand besuchen und bist du auch noch ein bisschen da? Und ja, ich bin noch so 10 Minuten da. Also genau. Dann müsst ihr euch beeilen, also, aber meine Kollegen sind vorne an dem Stand und können euch sicherlich auch alles beantworten. Alles klar. Super, so. Vielen Dank. Gerne. Danke.